In deinem Profil, da gibst du ja nicht sehr viel Preis von dir. Außer deine Augen. Und? Was siehst du? Keine Ahnung. Wo kommst du denn jetzt her? Ja, vom Dorf. Das ist eine Stunde weg von München. Das kennt man jetzt ganz klein. Ist es so klein, dass es keinen Namen hat? Zu klein für mich. Oh, so schlimm hier. Jedenfalls kann es bei dir nicht so schlimm gewesen sein. Wieso? Ja, sonst hättest du nicht so viele süße Lachfältchen. Genau die meine ich. Jetzt werde ich rot. Nur die Rechnung oder darfst du uns noch? Hier. Damit es mich bis dahin nicht vergisst. Es war doch okay, dass ich noch was bestellt habe. Oder wolltest du jetzt los? Also in einer halben Stunde ist mein nächstes Date. Quatsch. Klar habe ich noch Zeit. Eine Nachricht von dir wäre schön gewesen. Ich weiß. Verfolgst du mich jetzt, oder was? Nee, du hast mich geblockt und bist von mir weggelaufen. Weil ich nicht wollte, dass du mich hier so siehst. Weißt du, ich habe geglaubt, dass zwischen uns, dass das was anderes ist. Ich habe das auch geglaubt. Willst du einen Tee? Da gibt's dieses tolle Waldstück direkt am See. Da wollt ihr einen Kletterpark bauen. Eine wichtige Firma hat nicht geliefert. Dadurch ist alles in Verzug gekommen. Und dann? Zwangsvollstreckung. Johannes? Störe ich? Na, überhaupt nicht. Ich bin schwanger von dir. Ich werde das Kind bekommen. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nina? Was? Wo bist du jetzt? Ist irgendjemand bei dir? Ja, freilich komme ich jetzt. Komm sofort. Wir waren bei den Tätigkeiten. Meine Freundin, unser Kind kommt. Ich muss ins Krankenhaus. Die sitzen. Die Tricks kennen wir schon. Na, das ist kein Trick. Ich kann ja noch Foto zeigen. Jetzt setzen Sie einer hin. Herr Distel. Das ist ein Notfall. Sind Sie der Beamte oder ich? Sie. Gut. Wie lange dauert das noch? Das liegt ganz bei Ihnen. Wollen Sie das Handy jetzt stumm schalten? Also, was haben Sie machen müssen? Abrissarbeiten. Genauer. Mei, wir haben das Innere entkernt, Wände rausgerissen.